Natürlich bin ich dabei, verdammt! Träger unterwegs! Ich sichere unser Heck! So, Leute, da sind wir wieder im Battlefield 1 zurück. Wir rasieren jetzt hier gerade mal die roten Barons in den Popo. Am Baby, Rückwärtsgang. Okay, 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 okay. Ihr wollt auf die harte Tour? Dann bekommt ihr es auf die harte Tour. Bam. Oh, mit Amvisieren funktioniert doch im Flugzeug besser. Aber nicht im Nahkampf, Captain. Weißt du, wer ich bin? Der Mann, der beim Kartenspiel fast ein Flugzeug gewonnen hätte. Was ist los, roter Baron? Hä? War es wohl ein bisschen schnell, wa? Zack, den nächsten. Hinter uns ist einer. Bam. Müssen wir mal reparieren. Okay, Gas. Einfach ins Leere geschossen. So, da. Ja, noch irgendwo einer? Red ich und Gas. Dauerfeuerabenteuer, dann klappt das auch mit der Nachbarin. Zack, haben wir. Na, wenigstens haben wir nachher was zu erzählen. Richtig. Neues Problem. Da sind Bomber. Oh oh. Die machen wir weg, Leute. Wenn nicht ich, wer denn sonst? Wir nehmen uns den hier vorne vor. Oh, das geht gar nicht. Scheiße. Was halten die aus? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist ja kranke Angelegenheit. Nummer 1. Nächsten. Und nächster down. Oh, langsamer, Baby. Und nächster down. Und nächster down. Umkreise ihn und setz dich dahinter.
Extra down. Leute. Das Spiel macht mich mental fertig. Okay, nächste. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Dann nehmen wir die. Und die. Das klappt nicht immer. Was war das denn? Ein Bug. Jetzt holen wir uns das Ding. Dieses verdammte Luftschiff wird bald London erreichen. Eines von vielen weiteren Zielen. Festhalten! Das Ding brennt! Fliegt das gleich in die Luft? Leute, das war eng. Das war mehr wie eng. Pass auf die Flak auf. Scheiße, Leute. Nein! Wohl so schöne Drehung, man das erste Mal abgestürzt. Ach, leck mich. Dann machen wir nochmal. Das jumpen wir schon. So. Gleich gebe ich nicht auf. Wir gehen erstmal nach oben. So, und jetzt sind sie fällig. Gleich, gleich, ich bin hart wie Stein. Okay, reparieren, Ladies. Alles klar, Sturzflug. Wir müssen eh nachladen, wir brauchen Muni, Muni. Weil das ist wirklich Hardcore, also das... Okay, ich muss mich jetzt erstmal orientieren hier, weil ich komme überhaupt gerade... Okay. Ganz zwei geladen. Und tschüss mit dir. Nummer 1 ist down, Ladies. Dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackbird. Das stimmt.
du, okay? Klar. Holen wir uns die Flak. Wir holen uns die Flak. Coole Idee. Okay, ich geb dir Deckung. Okay, wir müssen darauf. Sieh nicht runter, okay? Okay. Sieh bloß nicht runter, verdammt. Holen wir uns die Flak. Alter, das ist so episch. Ich weiß gar nicht, was ich reden soll, Leute. Jetzt wirklich ganz ehrlich, das ist... Da kann man nicht reden bei dem Spiel. Okay, machen wir. Das ist so eine kranke Scheiße einfach. Das ist so mega geil. Alter, das ist so ein geiles Spiel einfach. Das ist der Wahnsinn. So, ab geht's. Erstmal die ganzen Kabinen abschießen. Die wollen hier auf uns schießen. Das gibt's nicht. Können wir noch ein bisschen die Motoren kaputt machen hier. Wo sind wir denn hier? Alles kaputt machen. So, Ende im Gelände hier. Und du? Oh! Helf mir! Komm! Weg mit dem Ding! Oh, Alter, hallo! Ja, und jetzt? Wir können nicht einfach springen! Du Lacker! Und das ist meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen.
oder? Oder? Einflussreich, ihr Freunde. Mega geil. Also, mega, mega geil. Ein anderes Wort habe ich dafür einfach nicht. Es war geil. Vielen Dank, Dice, für die tolle Geschichte. Oder für den einen Teil der Geschichte. Morgen geht's weiter in Kapitel 3. Ich sage damit wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Ciao, Laurie.